Seht nur, es hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler, das Erbe der Könige. Jawohl. Wir gucken hier in den Part bei dem ab. Wir gucken mal, was für die Handelsrouten. Claycourt, das Hochwasser hatte ja einige Schaden angerichtet, doch inzwischen waren alle Gebartungen abgeschlossen. Das Hochwasser hatte auch viel Staub und Fuß weggespült. Claycourt glänzte nie zuvor. Guck mal, ob was gebracht hat, dass wir Hochwasser hatten. Das Buch Claycourt. Jawohl. Ich gut, ich hab da was gesehen, ich denke mal hier auch. Ja, gern. Gib's so hier. Gut ich kann. Was ist da drin? Das... Ah, jetzt hat der Claycourt aufgedeckt. Jeden Sammel nicht dazugekommen, okay. Scheint Waffenstillstand, weil die haben ein paar von den Leuten getötet. Ich glaube nicht, dass sie so gut auf uns zu spielen sind. Nochmal Lehm. Ja, gern. Okay, jetzt können wir gucken. Jetzt gerade aufgedeckt, jetzt können wir gucken, ob wir noch irgendwo. Das ist. Ne, ich so. Wie ihr wünscht, selbstverständlich. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir ja, Schuld. Wenn ihr mehr Siedler anlocken wollt, müsst ihr Dörfer besetzen. Sucht dazu ein neutrales Dorf, betätigt den Dorfzentrum-Button im Menü der Leibeigenen und setzt euer Dorf auf das neutrale Dorf. Aber gern. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ich mag Konstruktion erlernen. Eine Steinmine, aber ich kann nicht finden. Na okay, jetzt ist ja Stein, das ist ja sehr rar. Die können eigentlich sofort mal besetzen, das kostet noch zu viel Rohstoffe eigentlich. Ich gebe mein Bestes. Mal hier oben lang gucken, was es hier noch so gibt. Da ist auch noch Schatz zu. Das würde ich aber wahrscheinlich vorher für töten. Der Bär lässt es sich gut leben. Wenn Gott es so will. Wenn Gott es so will. Ja, der will es rausmachen. Gut, wenn ich den eingeguckt habe, dann kann ich immer schnell, können die in der Zeit Rohstoff machen, dann kann ich immer schnell ziehen. Was? Ah, okay, jetzt könnt ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Sehr gut. Ja, gern. Wehrpflicht brauchen, glaube ich, nicht so viele Truppen. Ja, für die Räuber da unten. Und für die anderen Räuber. Die Führer sind es wahrscheinlich. Da gibt es irgendwo normale Räuber. Müssen wir auch mal abschalten. Helden kann man zwar sehr viel machen, wenn man das geschickt anstellt. Seine Arbeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wird erledigt. Selbstverständlich. Jawohl. Gab es hier, nach den heftigen Überschwemmungen war die Stadt frisch renoviert worden und erstrahlte im neuen Glanz. Du gibst den Siedlungsplatz. Ich gebe mein Bestes. Wo ist denn sauer aufgedeckt? Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gibt es hier vielleicht einen Schatz in der Burg? Hier. Ja, mein Herr. Da gibt's einen Schatz. Gut. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Natürlich. Nicht was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Schwede Lehm, warum finden wir so viel Lehm? Könnten wir Steine oder so gebrauchen. Ja, gern. Ich sau Leben dran. Hinter den Gebäuden gucken, wie ihr seht.
Also sonst hier nichts regnet. Mehr. Dann gehen wir den auch noch mal erkunden. Über der Hand des Bosses. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, weil er war nichts von. Hey, lasst das sein. Wisst ihr denn nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Ich bin der König. Ich bin noch lange nicht König. So nicht das Erbe der Könige bekommen. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Wenn da werde ich nur so zwei Schwertkämpfer zu machen. Die kommen auch als Hilfe ganz gut klar. Ja. Wenn's denn sein muss. Gut, gut, gut. Wie ihr wünscht, wenn Gott es so will. Geschafft. Level hätten wir auch, dann bitte, was ist die Festung mit viel mehr Stein. Es ist Zahltag, all eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Können wir jetzt dabei denn lassen, der Zettel? Jawohl, wenn Gott es so will. Stein machen. Ja, nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Habe Holz gefällt. Ja, gern. Viele Steine und es ist nicht gut, dass es schon Stein fehlt, weil Stein braucht man sie ja. Natürlich. Selbstverständlich. Nee, ist auch nur Klippe. Ja, gern. Natürlich. Ja, gern. Immer hier runter. Zur Erklärung, wenn es regnet, haben wir eine höhere Sichtweite. Hier haben wir eine niedrige Sichtweite und können hier durch, da wir aber hier Unruhes erkennen. Wenn Sonne scheint, ist gar nichts. Wenn Regen ist, verkackt Einheiten langsam in unsere Sichtweite. Auf und wird wieder warm. Wenn Gott es so will. Gut, gut. Jawohl. Was haben wir denn hier noch so? Ja, was, Feinde? Zahltag. So gut ich kann. Natürlich. Nein, das sind die dahin. Natürlich. Ja, gern. Okay, aber die kommen später, wenn wir ein bisschen Truppen haben. Ich nehme noch ein bisschen Stein. Gut, dann haben wir jetzt eine Festung. Jawohl. Jawohl. Wie ihr wünscht. Viel geben? Ja, Mann. Können wir mit niemandem talken. Wie ihr wünscht. Jawohl. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier zu der... Ja, mein Herr. Natürlich. ...kaputten... ...mit dem, was der für ein Problem hat. Der kann ja da eigentlich mal Bildung... ...machen. So, gucken wir mal, was der Problem hat. Sie haben irgendwie alle Probleme ohne Dai und Co. Weil das schon längst. So gut ich kann. In dem Gelände. Schaut euch das an. Sie zerstören meinen schönen Markt, nur weil ich gerade meine Steuern nicht zahlen kann. Ich glaube, sie wollen ihn komplett zerstören. Dabei brauchen sie mich.
Diese verdammte Bürokratie. Könnt ihr mir helfen? Aber sie wollen mir nicht erlauben, wieder einen Markt zu bauen, ohne dass ich meine Schulden bezahlt habe. Zweifel nennen, dass die Steuerschuld baut einen neuen Marktplatz an der Stelle. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ausbau. 1500 Taler. Wenn Gott es schon. Gut, wenn das so ist, das haben wir nicht. Zeit für Zahnrad. Hält bis wir zusammen. Brunnenausbau von Lagern. Guck mal, jetzt. Lagerausbau natürlich sehr gut. Wir machen erstmal die Tür da unten. Ach, die Kassette brauchen wir auch Stein, stimmt. Da werden die Kosten auch Geld, können wir auch nicht machen. Wie immer was, Leute, speichern mal und gucken, ob ich die vielleicht auch alleine Daumen bekomme. Oder was die überhaupt von uns wollen. Mit Geld könnte man dann nämlich nicht dienen. Natürlich. Jawohl. Selbstverständlich. Wenn Gott es so will. Ich hätte mich schon gerne. Und wenn nichts gewesen ist, haben wir dann wenigstens ein bisschen die Map geklärt. Jawohl. Ja, wir halten einen Händler gefangen. Ihr möchtet den stinkenden Händler haben? Gebt uns 1000 Taler und er ist euer. Wenn ihr nicht bezahlen wollt, habt ihr 20 Sekunden, um das Lager zu verlassen, oder? So gut ich kann. Was ich vorhabe ist. Der Abrechnung. Steuern und Sold werden bezahlt. So, ob wir es schaffen können. Die Nier zu metzeln. Dirk. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Ihr werdet angegriffen. Ja, Milord. Wie ihr wollt. Natürlich. Geh mal in die Mitte. Ja, Milord. Spürt meine Klinge. Es regnet. Ja, okay, das ist aber nichts zurück. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Fürchtet euch nicht. Euch wird nichts geschehen. Ja, gern. Jawohl. Ja, hätte ich besser sitzen müssen, dann ist kein Problem gewesen. In Ordnung. Ich habe nur Zeitlevel, die können eigentlich schon mal einen Tod schicken. Ich gebe mein Bestes. Die Waffen tun jetzt mal irgendwie nicht genau von der Büchse nochmal. Ich zahle nämlich keine 1000. Weil die brauchen wir für den Händler. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Nein, für die beim Sia, die nächste Zeit, die ihr gewinnen solltet, müssen wir die Clay Court. Die einfach beim Sia, ja, stellt sich die Hand und die Herbst sagt, finde ich, das ist die Totale. Das sind einige Steinbrüche. Also hier. Aber die können wir, die wollen doch denen, oder? Schlangenargument überzeugen. Ja, okay, wenn wir über eine Kaserne bauen müssen, also wir können sie mit unserer Helden, wie gesagt, schon noch besuchen. Weil der eigentlich seine Fähigkeiten wieder hat. Können die Scheiße vielleicht ablenken, wir jetzt können vielleicht eine Truppe übernehmen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Da der Forscher das Zahnrad ist sehr wichtig, damit zu tun. Wir können die ganzen anderen Sachen ausbauen. Wie hier, die gehören doch alle denen. Wie sind wir denn da?
ready. Wir warten noch auf die Hilfe. Dann gehen wir jetzt nochmal. Ach, wer ist denn mit den Helden, wenn Erik seinen Schlag gut setzt? Da müssen wir schon mal sein. Weil die hier oben brauchen wir. Es klappt auf und wird wieder warm. Gut, dann gehen wir mal los. Jawohl, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ich sterbe, also so machen wir jetzt zu retten. Ja, gern. Wenn Gott es so will. So gut ich kann. Jawohl, wenn Gott es so will. Ich gebe mein Bestes. Ja, das übernehmen wir. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft! Freunde, kommt zu mir! Oh, wir haben eine Truppe. Seid gesegnet. Ja, man sieht ja was. Es ist Zahltag. Aber ihr könnt euch eigentlich mal mitmelden. Die kann, wenn ihr stirbt. Wie nur dummer Räuber. Wie ihr wollt. Gott, da kommen ja neue. Wenn Gott es so will. Angriff! Feinde greifen euch an. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Wenn ihr wollt, freilich. Wenn ihr es für richtig haltet. Egal, wenn wir uns auch mal erfragen. Die haben sie auch nur überzeugt. Attacke! Also Geschwefel war in der Kiste. Habt vielen Dank! Ihr habt mir das Leben gerettet! Ich stehe tief in eurer Schuld! Ein neuer Auftrag! Hey, lasst das sein! Wisst ihr denn nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Ja, das war jetzt eigentlich kein Problem. Ich bin der König. Und Soldaten. Wir haben schon mal die Kristalle gespart. Gut, jetzt können wir nämlich Steinmetzen bauen. Aber gern. Attacke! Ihr wagt es! Gut, in den letzten Fault. Sind ja noch zerstören, dass es jetzt clear ist. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Der machen wir anders. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Gut, derweil machen wir ja die Motte fertig hier. Mit 900 Leuten. Wenn Gott es so will. Ich hab getan, was ihr wolltet. Das ist jetzt ja, noch leerer. So gut ich kann. YouTube. Aber gern. Ja. Das sein? Wisst ihr denn nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Ich bin der König. Prüfen wir hier mal die Gegend nochmal. Natürlich. Ich nehme nur die Grau, die Welt ist noch nicht hier oben.
Aber gern. Nichts lieber als das. Zahltag. Das ist 500 Euro, ja, da brauchen wir noch ein bisschen. Es regnet. Jetzt habe ich auch einen Steinmangel, nicht nur, weil wir es hier nehmen und Holz mir so viel. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Gut, Handelswaren. Die Bank wäre auch ganz gut. Diese Stein nutzen, um den Marktplatz hier auszubauen, dass wir erstmal einen Marktplatz haben, dann bauen wir erst den Typ da oben an. Dann können die Steine nämlich auch erhandeln später. Macht der Weiber auch mal weiter Stein. Wie viel der brauche. Jetzt erstmal die Steuerschuld, dann kann ich nochmal 8 dabei nehmen. Natürlich, so gut ich kann. Ich gebe mein Bestes. Natürlich. Ist auch viel schöner. Natürlich. Ja, gern. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wenn Gott es so will. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Gut, jetzt sind wir am Marktplatz. Gut, hier werden Buchdruck machen. Jetzt kommt eine Schwefelkugel. Jawohl. Wenn wir Schwefel holen, könnten wir eigentlich das verhandeln, also das Mittel benutzen. Die dicken Mäntel können nun weg. Wenn Gott es so will. Gut, gut. Läuft aber eigentlich ganz gut. Steuerschuld können auch bald bezahlen. Das Gebäude ist ausgebaut. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Wir können alles kaufen außer Stein. Siedler haben keinen Platz zum. Da wäre die Mission wahrscheinlich zu einfach. Das wäre kaufen wir ein bisschen nehmen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Nein, abbrechen. Andersrum. Da möchte ich das haben. Wann ist die lieben Leute? Ich hätte viel mehr zu Leben gestellt. Hey, wo soll das Ganze? Wir hatten echt keinen anderen Nebenleibeigenen mehr. Okay. Dem haben wir ja auch genug. Schnuppe aufsteigen. Wir können aber schon mal eine Bank aufstellen. Okay, da gehen wir die Steine für die Bank aus. Die ist wichtiger. Besser nehmen wir unseren Startdeckel. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ja! Na gut. Baut da mal die Bank auf. Jawohl.
Ja, gern. Selbstverständlich. Was ihr wolltet. Ein Schatzmeister beginnt mit der Arbeit in der Bank. Nichts lieber als das. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Okay, die Palmen brauchen wir echt nicht. Wenn da das hier unten. Alchemie können wir machen. Eine Schmiede. Oh, Eisen eh nicht, aber. Was soll's. Fertig, Meister! Natürlich! Zahltag! All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch Obdachlose. Sieben Schleine noch. Forschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. So gut ich kann. Gut. Wir müssen Stein, ich schicke die hier schon mal hoch. Natürlich. Bauen wir den dann den wieder auf. Abgemacht. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Noch ein paar Leibwagen holen. Ausbau fertig. Ah. Darauf zischen wir jetzt mal. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Sicher, dass. Wenn alle mal Stein machen wollen. Haben wir uns die ganze Mission noch. So, der Stein, da warte ich hier. Gut, gut, gut. Also da kann man die Steinmetze schon. Ohne der hätten wir schon ganz schön Glück. Ihr solltet die Wäsche. Oh, Flaschenzug. Es regnet. Das war schon nach dem. Lage für den Typ. Wobei, ne, wir sollten erst mit dieser Marktplatzung das die Mission haben. Es ist Zahltag. Bauen 400 für ein Lager. Der Auslöser Marktplatzung ist 200. Weil ich noch weiß. Ich kann mit den Leuten hier mal hier hochgehen, wo ich es mich glätten kann. Jawohl, ja gern. Ansonsten speicher vorher, und dann, wenn wir die verlieren sollten, das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Schlimm. Hat hier letzten Fall die alle Bullen. Okay, es ist wohl Zeit für eine ultimative Leichteinlandgruppe. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ein Leibeigendienst zur Verfügung stellen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Dachchef kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung am Holz gefällt. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Dachchef. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Dachchef,
Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Ja, du gehörst nicht zur Gruppe. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe. Wenn ihr mehr Siedler anlocken wollt, müsst ihr Dörfer besetzen. Sucht dazu ein neutrales Dorf, betätigt den Dorfzentrum-Button im Menü der Leibeigenen und setzt euer Dorf auf das neutrale Dorf. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld. Ja, eure Soldaten können sich in unterschiedlichen Formationen aufstellen. Diese findet ihr im Menü der Hauptmänner. Ja, die Massenabarbeitung. Wahrscheinlich nur in irgendeinem Rohstoff wirklich Mangel haben. Das haben wir gerade in Stein, deswegen tue ich dann alle Leib eigentlich ab. In Stein setzen die hier oben, die ist eine Ausnahme, die man jetzt holt. Damit es schneller geht, wir brauchen jetzt, dass Stein mal so auf 1000 ist, dann kann man wieder aufhören. Kann man ein paar abziehen, aber bis dahin machen wir das mit den Flaschen, gucken, die ist dann immer da, wenn man was komplett aufräumen will. Weil ich hatte mal in einem freien Spiel kaum mehr Holz, dann habe ich mir so eine ultimative Leib eine Gruppe gemacht. Die auf den Wald geschickt und von einer halben Stunde, 20 Minuten hatte ich wieder so 5000 Holz, weil die komplett alle Bäume gefällt haben. Alle 30 Stück. Ich glaube, da hat es sogar mehr als 30. Das sind wir unterschiedliche Personen. Jetzt werde ich wahrscheinlich so einen Stern von 30 Leib einen halten. Aber sie brauchen so einen Notfall wie hier. Dann machen wir noch ein paar neue. Vielen, vielen Dank. Man hat mir erzählt, der einzige Grund, warum die Kathedrale nicht fertiggestellt würde, ist, dass 10.000 Steine fehlen. Im Südwesten sind einige Steinbrüche. Vielleicht kann euch ein Mann, der auf den Namen Pilgrim hört, helfen. So, der Mann namens Pilgrim, wir finden einen Steinbruch im Südosten. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Ja, gern. Ich gebe mein Bestes. Ich habe mit dem mit 10.000 Einheiten, ja, genau. Mit der Zuzahlung sieht aus, das sind eigentlich Steinminen. Das ist ein Grund, aber sind bloß vorsichtig. 10.000 habe ich die Mission jetzt beendet. Das ist schon meins, die am meisten harvesten muss überhaupt. Deswegen ist unsere ultimative Gruppe jetzt gefragt. Ich ziehe jetzt 200. Ihr braucht Stein? Naja, ich könnte euch Stein besorgen, aber dafür müsst ihr erst etwas für mich tun. Ich brauche ganz dringend Schwefel. Wenn ihr ihn mir besorgt, können wir vielleicht zusammenarbeiten. Eine Schwefelmine. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Du willst eh in der Nähe, die kann das brauchen. Dachchef. Übrigens, der Chef der Steinbrüche. Ich glaube, da kommt auch schon vorkommen, weil er kann auch großbrüchige Steine springen. Dann können wir mit uns hier noch Stein holen, dann können wir hier die ganzen Eisen holen, die können wir dann Stein eintauschen. Das ist mir ja nicht stimmt. Ist auch nichts. Wie gesagt, ich nutze hier die 400. 300. Damit ich die upgraden kann, da geht's auch schneller. Bei den Pilger kamen, weil die Schreibungsapparaten bekommen den als nächstes. Können wir mit ihm zusammen mal versuchen, hier die Räuber anzugreifen. Die haben bestimmt auch noch Stein. Das ist für den Hinweis hier im Osten. Hier würde es sonst nicht stehen. Aber wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Ihr seid selber der Könige. Bis dahin.